Renn mal auf zu den grünen Goblins. Da hinten hin. Also, Richtung Süden über die Brücke, dann nach Westen. Da müssen wir sie schon sehen. Also, Süden wäre hier lang. Über die Brücke rüber. Das wäre hier die Brücke. Dann nach Westen. Du bist Norden. Du bist Westen. Das sieht irgendwie nicht so wirklich richtig aus. Oh. Ja. Doch, ist richtig. Aber nicht nach unten. Oh. Was ist irgendwo ein Gegner? Hört sich jedenfalls so an. Hier ist falsch. Müssen wir doch runter. Okay. Niemand da. Aber hier sind die Grünen. Ja, sehr schön. Hallo. Wir würden gerne mit jemandem sprechen. Niemand da. Wie jetzt? Da ist was faul. Oder reden die jetzt nicht mehr mit uns, weil wir bei den Grauen waren? Das kann nicht sein. Schlafen einfach mal hier vom Tor. Irgendwann wird schon ein Goblin auftauchen. Oder auch nicht. Benutzen? Abgeschlossen. Wir werden es nicht öffnen können, ne? Nee. Nee. Könnten Dietrich benutzen, aber das ist bestimmt nicht so gern gesehen. Das ist der falsche Brief. Grüne Goblins. Da ist das andere Goblin Camp. Da geht's runter zum Wasser. Es gibt nur diesen einen Eingang. Das ist echt nicht gut. Weil wenn wir hier jetzt nicht reinkommen und mit denen reden können, dann bleibt uns eigentlich nur noch der Weg nach neue Tür. Die wir nicht öffnen können. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Weg eine Etage tiefer. Wo war das? Irgendwo stand runter. Da steht runter. Das ist ja echt nicht weit weg. Das ist einfach nur hier um die Ecke. War gut. Schauen wir da hin. Auch wenn das echt schade ist. Aber vielleicht öffnen die ja später nochmal die Türen. Also hier nach Süden und gleich wieder rechts rum. Und gleich wieder rechts. Hier waren die Goblin-Rebellen quasi, die uns angegriffen haben. Oh. Ja, hier ist richtig. Einmal außen rum. Schön vorsichtig. Ah. Oder plumpsen einfach runter. Und da geht's runter. Okay. Waffe raus. Sicht geradeaus. Und langsam vorgehen mit S. Oh. Okay, ein kleiner Schleim ist jetzt nicht so wirklich bedrohlich. Genau. Da geht's weiter. Sackgasse. Sackgasse ist gut, dann können wir ganz kurz mal warten und die Karte angucken. Da geht's hoch und es ist richtig schwer zu erkennen, wo was ist wegen dem Hoch. Das machen wir mal weg. Weil wir sehen ja, dass da ein Hochgang ist. Okay. Vorsichtig. Rechts nichts, links nichts. Weiter. Und wieder ein Schleim. Und ein Edelstein. Kommst du um die Ecke? Nee, ne? Okay, dann kommen wir halt um die Ecke. Fix, fix. Sehr schön. Und was bist du? Ein Saphir. Ich mag Edelsteine. So, schwer wieder raus. Ganz schönes Labyrinth hier. Und warum sind die Wände aus Holz? Oder mit Holz verkleidet? Das ist schon komisch.
Das sieht irgendwie so aus, wenn wir da zurückgehen würden. Gleich ist hier irgendwo wieder der Eingang nach oben, richtig. Ja, nee. Also rechts rum, gleich wieder links bei der nächsten Möglichkeit. Da müssten wir tiefer vordringen, wohin auch immer. Oh, Wasser. Und mehr Schleime. Oder Schnecken eher. Fühlerlose Schnecken ohne Gehäuse. Doch Schleime. So, da geht's runter. Ich will nicht runter. Ich will erstmal schön Schritt für Schritt diese Ecke hier erforschen und von Monstern säubern. Also zum einen, damit uns nichts in den Rücken fallen kann, zum anderen, damit wir hier in Ruhe schlafen können und weil es gutes Kampftraining ist. Ja, flieh vor der Macht des Typen Lederrüstung. So, was sagt deine Karte? Yeah. Geht's im... Warum ist die Hochsache wieder da? So. Geht's im Norden weiter? Norden ist... Da. Ja, geht es. Da geht es runter. Ist das der einzige Weg hier raus? Nö, wir sind noch nicht nach links gegangen. Unter dem Hoch, das ich jetzt schon zum dritten Mal gelöscht habe. Und da könnte es auch noch weitergehen. Es geht ganz schön tief runter. Licht mal anmachen. Okay, zwei Kerzen bringen schon mal nichts. Ein Ankh! Ja, sehr schön. Benutzen? Ankh. Mantra. Wir haben kein Mantra. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe das Handbuch von dem Spiel und da sind Mantras drin. Also lass mich das mal ganz kurz raussuchen und dann melde ich mich wieder. So, da wäre ich wieder. Also das Handbuch gibt uns drei Mantras. Einmal eins für unsere Attack-Fertigkeiten. Also ich nehme mal an Melee und Defense. Einmal eins für magische Fähigkeiten und eins für andere Fähigkeiten. Also wahrscheinlich sowas wie reparieren, springen und dergleichen. Und es spricht ebenfalls davon, dass man weitere Mantras hier im Abyss selber finden kann. Wir haben nur noch keine gefunden. Also könnten wir jetzt... Wir sind ja schon 3-4 Mal aufgestiegen. Wenigstens einmal unsere Kampffähigkeiten steigen und einmal die anderen. Weil so wirklich Probleme haben wir momentan ja noch nicht mit den Gegnern. Das passt einigermaßen. Eine andere Sache, die ich auch im Handbuch gefunden habe, waren die Zaubersprüche. Ich hatte mich eh schon gewundert, warum wir keine Anleitung dergleichen finden. Die gehen wohl davon aus, dass man einfach das Handbuch gelesen hat, was ja heutzutage fast gar keiner mehr macht, und dass man damit das spricht. Also das können wir noch gleich ausprobieren. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal Sumra. Das erhöht unsere Kampffertigkeiten. Schwerter, Keulen und Angriff wurde erhöht. Okay. Benutzen. Omka. Erhöht andere Fähigkeiten. Tracking, Charm, Swimming und Search. Suchen also. Suchen, Schwimmen, Charmant sein und Spuren lesen. Nicht das. Ich will mal kurz gucken, welchen Level wir haben. Return to Game. Wir sind Paladin 5. Stufe. Ach komm, dann steigern wir noch einmal. Sumra. Also nochmal Angriffsfertigkeiten. Und einmal Mu-Arm für magische Fähigkeiten. Ja, Mana gesteigert und Mana. Und unser Mana ist dadurch alle. 2 von 19. Das ist jetzt nicht so eine schöne Ausgangslage. Wie viel Mana hatten wir denn vorher? 2? Das ist ja ganz schön wenig. Ja gut. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schlafen müssen, damit wir das Mana wieder bekommen. Wo war die? Da war die. Okay. Gut, dass du voranschreitest, aber beeile dich. Lerne so viel, wie du kannst über die Talismane. Kabiros hat sie erschaffen und du solltest sie alle sammeln. Sprich mit den Einwohnern des Abyss. Manche sind immer noch zivilisiert und können helfen. Letzte Hoffnung in diesem Drama. Also die Talismane.
Traumsequenzen. Sehr cool. So, Mana ist voll. Runensack. Also, Sprüche, die im Handbuch stehen. Essen erschaffen, Licht, magischer Pfeil, Schläge widerstehen und Stealth, also Tarnung. Wichtig wie mir erstmal eigentlich. Warte mal, Alter. In der zweiten, also es gibt mehrere Kreise. 1 bis 8. Und je nachdem, welchen Level wir haben, können wir einen höheren Kreis sprechen. Im zweiten Kreis zum Beispiel gibt es schon Heilzauber. Ich guck mal ganz kurz, ob wir dafür die Runen haben. Das wäre das hier. Und das da. Und das da. Das wäre jetzt ein Heilspruch. Okay. Einmal drehen. Das heißt, wir machen jetzt ganz normal weiter. Wir sollten erstmal den Raum gleich markieren. Wir machen ganz normal weiter, solange wir Schaden genommen haben. Und dann spreche ich einfach mal diesen Spruch oder versuche es zumindest. So, und da ist ein Ank. Aber die Karte ist dann nicht so wirklich vollständig. Also muss ich noch einmal hier in die Ecke reingehen. Und da in die Ecke reingehen. Jetzt sieht schon besser aus. Okay, also nach Süden zurück. Dann nach Osten und nach Süden. Süden, Osten, Süden. Okay. So, Süden. Mauer. Osten. Mauer. Süden. Mauer. Oh, okay, kleiner Knick. Da war ein toter Schleim. Oh, ich höre einen Gegner. Ja, hier ist nichts. Okay, gehen wir rein und links. Gucken, ob es da weitergeht. Hier. Nö. Geheimgang? Keiner. Sogar Eichenholz. Okay. Karte sagt, wir sind jetzt beim Eingang. Also geht's echt nur vom Eingang aus nach Süden weiter. Also runter. Tür. Jo. Klick. Schwert raus. Vorne gucken. Vorsichtig umsehen. Und wir haben Level Up bekommen. Für was jetzt genau? Oh, was ist das da? Das ist nur Dreck. Aber ja, es kann gut sein, dass je weiter wir im Dungeon vorankommen, wir einfach nur für das Vorankommen im Dungeon selber Erfahrungspunkte bekommen. Was ja auch schon mal schick ist. So, eine Tür. Die öffne ich erst, wenn hier alles sicher ist. Ein weiteres Zivilisationstor. Noch eine Tür. Ein sehr breiter Gang. Das ist alles ziemlich groß gebaut hier. Muss mal eine sehr wichtige Ecke gewesen sein. So, ich wollte zwar heilen ausprobieren, aber so dringend ist es auch nicht. Ich laufe einfach mal weiter zurück. Zu lange, bis man nicht mehr zurückgehen kann. Ah, Flucht. Nix da. So. Oh. Noch ein Zivilisationszeichen. Hier müssen sehr viele Völker recht nah beieinander wohnen. Was haben wir hier? Eingang zu den Minen. Helme werden benötigt. Eine Kettenhaube schützt jetzt nicht so wirklich toll vor herabfallenden Steinen, ha? Ja, das müssen wir dann mal später gucken. Unsere Karte. Minen. Weiter nach Süden. Noch eine Tür. Und Ende. Okay, fangen wir mal von hier unten aus an. Arbeiten uns dann Schritt für Schritt weiter. Schwert raus. Nix im Norden. Da lang. Oh, 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 gleich zwei Skelette. Komm schon. So, von oben schlagen ist bei Skeletten bestimmt eine bessere Idee. Einmal getroffen ist ja. Ah doch. Nun haben sie
sinnigerweise kein Blut. Und jetzt könnten wir auch gleich den Heilzauber ausprobieren. Komm, stirb.